Naja, Bruchrechnung. An sich ist es eine ganz leichte Sache. Nochmal ganz schnell zur Erinnerung, was ist ein Bruch, wenn ich zum Beispiel frage 1 geteilt durch 7? Ein Profi schreibt das so. Der schreibt 1 geteilt durch 7. Dieser Strich hier, dieser Bruchstrich heißt geteilt durch. Ich komme dann aber später in der Multiplikation und Division nochmal dazu. Da wird es noch ein bisschen klarer. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben folgendes Beispiel. Wir haben gesagt, ein Halb. Und dazu möchte ich ein Drittel zählen. Wenn ich mir das mal so klar mache, ich habe hier eine Pizza und ich habe hier diese Hälfte, das ist ein Halb, der Rest fehlt. Und dazu eine Drittelpizza, Drittel wegen der drei Teile, ne? Ich habe also nur dieses Stück dazu. Naja, das passt irgendwie nicht zusammen, das kann man nicht so richtig schön darstellen. Da müssen wir uns mal klar werden, der Teil hier unten, dieser Bruch, Teil, der heißt Nenner. Ich könnte auch Namen sagen, Nachnamen, sage ich manchmal aus Spaß. Nenner, also das ist der Name, so heißt der Bruch. Und hier oben, der zählt, wie viel ich davon habe, der Zähler deswegen. So, jetzt hat das Ganze hier unten, diese Aufgabe hat einen Haken. Ich habe zwei unterschiedliche Namen. Wenn ich ein Beispiel dazu sage, ja, so grafisch, das ginge, und ich sage zum Beispiel eine Birne, Birne plus ein Apfel. Eine Birne plus ein Apfel, ja, ich brauche irgendwie einen gleichen Namen. Kann ich sagen, ein Obst und noch ein Obst, das geht. Plus noch ein Obst. Ach, je, Obst. So, da kann ich sagen, das sind zwei Obststücke. Zwei Obst. Das geht. Und genauso muss ich hier im Nenner, im Namen gleiche Namen finden. Man sagt gleichnamig machen. Der Trick besteht in folgendem. Ich nehme ganz einfach einen Namen, wo beide drin enthalten sind. Und zwar, wenn ich sage, in der 6 ist die 2 enthalten, aber auch die 3. Indem ich nämlich ganz einfach die beiden Namen miteinander multipliziere. Sage ich, okay, dann sage ich hier unten mal 3 und hier oben auch. Der Hintergrund ist, wenn ich dieses 1/2 entsprechend nochmal teile, und zwar nochmal in drei gleiche Teile. Dann kommt das so hin, dass ich sage, hier eins und hier eins. Dann habe ich hier ein gleiches und hier ein gleiches Teil. Und dann mache ich das hiermit genauso. Ich sage, das nehme ich mal zwei. Das heißt, ich teile dieses Ding nochmal in die Hälfte. Hier eine Hälfte davon und hier eine Hälfte. Und was dabei passiert, werden wir gleich sehen. Und hier oben muss ich das auch machen, damit ich insgesamt den Wert nicht verändere. Dann sieht mein Bruch so aus. 1 mal 3 ist 3 und unten 2 mal 3 ist 6. Jetzt kommt der zweite. 1 mal 2 ist 2 und 3 mal 2 ist 6. Und jetzt sieht es doch schon besser aus. Jetzt haben sie beide den gleichen Namen. Und jetzt kann ich sagen, so wie Obst, ne? Kann ich sagen, 3 plus 2 ist 5. Das ergibt also oben 5. Den Zähler einfach addieren und den Nenner, den lasse ich so. 5 Sechstel. Jetzt gucken wir uns das mal an, ob das funktioniert hätte. Hier in diesem Fall habe ich mal 2 genommen, das heißt, ich habe hier geteilt. Ich habe hier raus eine und hier raus die andere Hälfte gemacht. Und siehe da, das sind Sechstelteile. Jetzt gucken wir uns das auf der ersten Seite an. Ich habe hier oben mal 3 und hier unten natürlich auch mal 3 genommen. Ich habe erweitert, sagt man dazu. Und siehe da, das sieht ja ganz anders aus, ne? Das sind auch Sechstelteile. Und die Sechstelteile, die passen gut zusammen, die kann man schön zusammenzählen. Hätte so keiner gedacht. Eine Übungsaufgabe dazu empfehle ich dann gleich mal zu Hause zu machen. Also das heißt, ich schreibe die Aufgabe hin, danach mache ich eine Pause und rechne sie aus. Und in der Zeit macht ihr am besten auch eine Pause. 2 Siebtel plus 3 Vierzehntel ist gleich 1 Fünftel plus 7 Sechstel ist gleich. So, ich mache eine Pause, ihr macht zu Hause auch eine Pause und übt das. Macht gleich einen Namen draus und zählt dann zusammen. Ich mache das hier. So, dann machen wir weiter. Gucken wir uns mal die erste Aufgabe 2 Siebtel plus 3 Vierzehntel an. Hier wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich 7 mal 14 nehme, denn beide haben als gemeinsamen Namen schon 14. Wenn ich hier mit 2 erweitere, habe ich hier 4 Vierzehntel und die ollen 3 Vierzehntel, die lasse ich. Und jetzt haben sie beide den gleichen Namen. 4 plus 3 ist 7 und ich habe es fertig. Das wäre die einfache Sache. Hier ist es eigentlich auch ganz leicht. Hier sage ich, okay. 5 mal 6 ist 30. Ich nehme den gemeinsamen Namen 30stel.
Das heißt also, ich nehme hier unten mal 6, damit ich auf 30 komme. Natürlich muss ich das oben auch machen. Ich zeige gleich nochmal, warum das Erweitern wichtig ist. Hier unten mache ich das entsprechend anders, hier drüben, ne, mal 5, sodass die Aufgabe ist 6 30stel plus 35 30stel. Jetzt darf ich sie zusammenzählen und bin fertig. Ich bin kein Freund davon, hier Folgendes draus zu machen. Das wäre nämlich auch ein Ganzes. Ne, wenn ich 41, da passt die 30 einmal rein und 11 30stel. Das bringt nichts, wenn man hier mit diesem Ergebnis weiterrechnen muss, mit diesem welligen unterstrichenen Ergebnis, muss ich nämlich die ganze Sache wieder zurückverwandeln und dann ist es auch Quatsch. Gut, nochmal, was heißt das Erweitern? Wir nehmen mal Folgendes an, ich sitze zu Hause, habe beim Pizzadienst angerufen, das erschien mir ganz günstig, eine schöne große Pizza, ja, ja, möchte ich haben. Und jetzt kriege ich doch tatsächlich eine Pizza, da werden ja 10 Leute von satt, denke ich mir. Jetzt rufe ich meinen Kumpel an und sage, du, ich habe eine riesengroße Pizza. Hast du Hunger? Sagt er ja. Diese Pizza ist im Moment eine ganze Pizza. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir ein Messer und schneiden durch, lassen aber die Pizza so liegen und stellen fest, Donnerwetter, das ist ja immer noch viel. Jetzt klingelt. Was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich 2 halbe Pizzen. Ne? Und zwar hier eine halbe und daran liegend immer noch die andere Hälfte, also 2 halbe. Jetzt rufen wir wieder an und sagen, los, komm, wir rufen noch Kumpels an und machen daraus, und man ahnt es schon, ne, wenn ich dann hier nochmal durchschneide, mache ich daraus 4 Viertel. Und das könnte ich immer so weiter treiben. Aber was habe ich hier mathematisch gesagt? Ich habe hier rausgemacht 1/1. Das ist nichts anderes. Jetzt kommt das. Ich nehme hier mal 2 und hier mal 2. Denn ich habe die Gesamtmenge nicht verändert. Ich habe 2 halbe. Einmal 2 ist 2, hier oben steht sie. Und hier unten einmal 2 ist 2, hier unten steht sie. Wenn ich wieder 2 durch 2 teile, komme ich wieder auf 1, das weiß ich. Und hier durch diesen weiteren Schnitt, aber so zusammen liegen lassen, habe ich 4 Viertel. Und das kann ich machen bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ich habe die Gesamtmenge nicht verändert, habe aber die Zahlen verändert. Wenn ich die wieder kürze, komme ich wieder aufs Gleiche. Ich könnte nämlich hier zum Beispiel auch kürzen. 7 und 14 gehen beide durch 7. Das heißt, hier ist es 1 und hier ist es 2. Also ich kann zu diesem Bruch saubererweise sagen, das ist 1/2. Hier geht das Kürzen nicht. Ich hoffe, die Addition ist soweit klar geworden, aber ich möchte noch einen draufsetzen und es kann ja Folgendes passieren. Es steht folgende Aufgabe da, 3 plus 2/5. Da kann ich Folgendes draus machen, die haben beide wirklich nicht den gleichen Namen. Wenn ich da echte Fünftel draus mache, dann muss ich hier mir vorstellen, das heißt 3/1. Das sind 3/1 plus 2/5. Und jetzt wird es wieder leicht. Jetzt mache ich mal hier unten weiter. Ich nehme entsprechend mal 5 und hier auch mal 5 und habe dann hier 15 Fünftel. Wenn ich 15 durch 5 teile, komme ich wieder auf 3. Und hier habe ich die 2 Fünftel dazu. 2 Fünftel und das ist dann 17 Fünftel. Und so weiter und so fort. So kann man das machen. Das Gleiche ist auch genauso wichtig bei der ich wollte ja dann später noch auf was anderes eingehen. Bei der Subtraktion. Bei der Subtraktion sieht das so aus. Ich mache das Gleiche. Subtraktion, das heißt also, wenn ich Minus rechne. Nehmen wir mal das Beispiel von hier oben. Ich sage zum Beispiel, was hatte ich? 1/2. Ja, hier 1/2 plus 1/3. Ich kann das nicht subtrahieren voneinander, wenn ich sage 1/2 minus 1/3. Stehe ich in der gleichen Lage da und sage, Moment, da mache ich Sechstel draus. Also mal 3, hier oben auch wieder erweitern, damit sich die Zahl vom Wert her nicht verändert. Hier nehme ich mal 2, ja, auch wieder. Dann habe ich also hier vorne 3/6. Wenn ich das kürze, wird es wieder 1/2. Minus 2/6. Die beiden haben gleichen Namen und dann bin ich fertig. Das ist 1/6. Dann habe ich es erreicht. Ja, immer auf gleichen Namen achten und dann klappt es auch. So, ich mache mal hier eine Pause und schreibe mal eine nächste Überschrift hin. Ich werde also im nächsten Video auf die Multiplikation von Brüchen eingehen und dazu schließe ich dieses Video ab, damit es nicht zu lange wird.